Wie wär's mit einem schönen A bis Z Spiel? Oh ja. Ja. Oh ja. Das ist einfach erklärt. Zwei von euch spielen eine Szene in abwechselnd gesprochenen kurzen Sätzen und der jeweils erste Buchstabe des Satzes muss in der richtigen alphabetischen Reihenfolge stehen. Also der erste Satz beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte Satz mit C und so weiter. Ich darf aufhören zu erklären, ihr Lieben. Und zwar spielen das Mirko und Max. Aber wieso? Ja! Genau. Aber die Szene, die kommt natürlich von Ihnen. Wir brauchen jetzt jemand. Wer fällt Ihnen ein? Wer klingelt an der Tür? An der Wohnungstür? Was? Moment, 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 Moment. Da war was. Was? UBS. Wer? What is it? Yes. Sonst noch wer? Der Gerichtsvollzieher. GZ? Gerichtsvollzieher. Der Gerichtsvollzieher. Der Tod. Der Tod kann an der Tür klingeln. Super. Also, ich muss sagen, es gibt so Dinge, die werden reingeworfen und die überzeugen. Ich würde sagen, Max, an deiner Tür klingelt jetzt der Tod. Der Gevatter Tod. Mirko, was auch passieren mag, denkt dran, euer Dialog muss immer mit dem richtigen Buchstaben aus dem Alphabet von A bis Z beginnen. Und es geht los. Hi. Hallo. Bitte, kann ich Ihnen helfen? Was machen Sie in meiner Wohnung? Zeit. Deutsch, sprechen Sie Deutsch? Ja. Egal. Finde ich schon merkwürdig, wie sind Sie durch die geschlossene Tür gekommen? Ganz einfach. Zu Fuß. Nein, nein. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass es plötzlich so kalt geworden ist? Interessante Ansicht, ja. Jetzt werden langsam meine Arme steif. Kann sein. Leck mich am Arsch, ist das kalt. Mann, da sagst du was. Nun verraten Sie mir doch, was Ihr Anliegen ist. Oh, ich glaube, ich bin tot. Panik. Quatsch. Alles Quatsch. Raten Sie mir doch mal was. Nee, sorry. Suppe wäre gut. Suppe. Tod. Sie sind der Tod. Unter anderem, ja. Vielleicht lassen Sie mir noch ein oder zwei Jahre. Warum jetzt? X-tausendmal wollte ich sterben, aber jetzt nicht. Nein. Zu Ende. Ja, das war's auch schon wieder, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich bei Barbara Schöneberger, Mirko Neuschef, Rüdiger Hoffmann und Max Giermann. Ja, und Sie bleiben einfach liegen auf der